Ab nächster Woche gibt es 2 neue Games in der Swisscom Hero League. Ein Simracer schlägt einen professionellen Rennfahrer und das mit dem echten Auto. Und Farming Simulator kommt eine eigene Liga über. Das und weitere spannende Themen heute im Swiss eSports Weekly. Herzlich willkommen. eSports.ch Powered by UPC. Das habe ich das erste Mal am Hero Fest gesehen und das Leben nicht mehr realisiert. Das ist ein Zitat von einem Besucher, als er das erste Mal mit kompetitivem Farming-Simulator in Berührung kam. Bei uns auch eher unter dem Namen Landwirtschaftssimulator bekannt, startet der Farming Simulator dieses Jahr auch im E-Sport richtig durch. Er tourt nämlich durch 10 verschiedene Länder in ganz Europa. Giant Software hat eine neue Liga angekündigt. Das Mal geht es aber nicht ums Heubauen stapeln, sondern es gibt effektiv ein kompetitives 3 gegen 3. Mehr Details sind noch nicht bekannt, außer das Preisgeld. Das beträgt nämlich fette 250.000 Euro. Das Ludische Game Festival mag ein paar noch unter euch schon ein Begriff sein. Vor allem die Leute, die sich ab und zu noch mit Indie-Games auseinandersetzen, kennen das kleine, aber feine Zusammenkommen in Zürich schon. Und hey, das Jahr gibt es auch für E-Sport-Fans etwas zu bestaunen. Dort findet ja das Retimed Final von der Swiss Made Games League statt, mit den besten 16 Spielern aus der Liga. Und hey, wisst ihr noch, zu gewinnen gibt es ja ein Bitcoin. Der ist zwar auch schon nicht mehr so viel wert wie auch schon, ja, ihr wisst, was ich meine, aber wer tut nicht schon gerne andere in Slow Motion Fitze und nebenbei noch ein paar Kryptos meinen, sign me up. Das Ludische Game Festival findet übrigens statt vom 31. Januar bis am 3. Februar. Mehr Infos gibt es natürlich auf ludisches.ch. Sagt euch der Name Neyskin noch etwas? Genau, der junge Mann, der als einer der ersten beim FC St. Gallen als FIFA-E-Sportler unterschrieben hat. Er war jetzt die letzten paar Monate für Red Bull Salzburg unterwegs gewesen. Der scheint man sich gut um ihn gekümmert zu haben. Er hat nämlich eines der prestigereichsten FIFA-Turniere von Österreich gewonnen, nämlich die österreichische E-Bundesliga. Schön zu sehen, dass Sandro sein Karriereende beim FC St. Gallen ihm keinen Riegel vorgeschoben, sondern ihn eher noch zu mehr motiviert hat, way to go. Der italienische E-Sportler Enzo Bonito hat etwas geschafft, das die Zuschauer und die Kommentatoren sprachlos hat lassen. Der Enzo ist Simracer, also virtueller Rennfahrer, und er hat letztes Wochenende am Race of Champions in Mexiko Stadt teilgenommen. Das ist eine Veranstaltung, wo sich Rennfahrer aus der ganzen Welt zu freundschaftlichen Rennen treffen. Dort ist der Enzo gegen Profi-Rennfahrer Luca Sigrassi angetreten, aber nicht virtuell, sondern in einem echten Auto auf einer echten Strecke. Und dort ist ihm das praktisch Unmögliche gelungen. Er hat den Lukas besiegt. Nicht nur das, er hat sogar eine halbe Sekunde Vorsprung gehabt, eine riesen Nummer für die E-Sport-Szene und einen Sieg, der absoluten Respekt verdient hat. Degrassi loses. Yes. Benito wins. Am Montagmorgen hat die Swisscom Hero League neue Ankündigung zum Wochenstart gehabt. Ab dem 1. Februar gibt es neue Cups für Casual Gamers und zwar in FIFA und Overwatch. Zu gewinnen gibt es Sachpreise und Guthaben für Online-Stores. Ab dem 18. Februar geht es dann für die Profis in Rocket League, Clash Royale und League of Legends los. Dort sind ja die Qualifikationscups durch. Jetzt startet die Gruppenphase der Liga. Bis Ende April kämpfen sie um die 4 Plätze im Finale. Dort gibt es ja auch 16'000 Franken zu gewinnen. Und alle Spiele werden live auf Twitch übertragen, sodass man sie mitverfolgen kann. Neu ist eben doch nicht immer besser. Das hat man sich beim Retro Cup gedacht. Und darum wollen die Organisatoren die alten Zeiten wieder ein aufleben. Am Sonntag, 3. Februar, wird im eParadise in Altstädte der Super Smash Bros. Melee Champion gesucht. Mehr Infos findet ihr auf der Homepage vom RetroCup, den Link in der Videobeschreibung. Diese Woche Ergebnisse aus der Swiss eSports League, der Swisscom Hero League und den Winter Games. Fangen wir an mit der 2. Woche von der SSL Ligen in League of Legends und Overwatch. In League of Legends haben Fragbox, Elan d'Espoir und Arctic Gaming ihre Matches für sich entscheiden. In Overwatch sind es eParadise Wyverns, March Marmots und Acid Piranium. Eine gute erste Swiss eSports League Woche haben Berserk, die Villains, Mindsanity und der Knock Knock Clan in CSGO. In Rocket League haben gewonnen Servet, Arctic und Twiftmasters. Und in Hearthstone sind 16 Gruppen an 5 Spielern. Das sind ein bisschen viele Ergebnisse. Falls ihr dort Infos wollt, dann geht auf ssl.ch.
Das Wochenende hat auch schon der 12. Cup von der Swisscom Hero League stattgefunden. In League of Legends, Hearthstone und Clash Royale. Und auch wie immer sind beide Finalisten weitergekommen. In League of Legends sind das Elvets und Erased Horizon. In Hearthstone der Alex Hansen und der Bozo. Und in Clash Royale der Dark Dylan und Sneaky. Silent Gaming ist anscheinend der beste Gaming-Allrounder, der an den Winter Games gesucht wurde. Sie haben nach 11 verschiedenen Titeln den Gesamtsieg einfahren. In 4 davon haben sie sogar den ersten Platz belegt. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, gibt es natürlich noch den Streamer der Woche. Das ist diese Woche der Drogeriehund, kurz gesagt Drogi. Er spielt vor allem Nintendo 64 Titel. Und zwar so schnell wie möglich. Er hat erst gerade das Weekend den Weltrekord im Pokémon Snap wieder in die Schweiz geholt. Nicht vergessen, wir machen jede Woche neue Videos. Falls mehr Infos brauchst zu der Schweizer E-Sports-Szene, dann gibt es die auf esports.ch. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke fürs Schauen und ciao zusammen. esports.ch Powered by UBC.